Lieben, willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Aus der Matratzengruft. Der 10. Tag. Hartes Liegen für mich wirklich nicht einfach, überhaupt nicht einfach. Der Körper will nicht. Aber der Kopf arbeitet. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, sehr viele Zuschriften bekommen von Menschen, die gesagt haben, Colette, ruh dich aus, schalte ab. Und ich weiß, dass es von jedem Einzelnen sehr, sehr lieb gemeint war und auch viel Sorge dahinter steckt. Das Problem ist nur, zu mir zu sagen, ich soll mal eine Pause vom Widerstand machen, wäre das Gleiche, als wenn man mir sagen würde, atme doch einfach mal nicht. Es geht nicht. Es geht nicht, weil in diesem Land passiert, was in diesem Land passiert, was niemals passieren dürfte. Es kam auch die Frage, was ich habe. Auch dazu möchte ich mich hier äußern. Würde jetzt mal davon ausgehen, dass der Dattel das wahrscheinlich auch mit einstellt. Ich hatte Thomas gebeten, eben gerade das über seine Box abzuspielen, weil es einfach von der Tonqualität her besser ist. Danke dafür, Thomas. Ich kann darauf leider keine Antwort geben, denn seit 10 Tagen liege ich in diesem Bett. Und ich kann keinen Arzt rufen, ich kann in kein Krankenhaus. Ich könnte hier zur Not, die Notfallambulanz, das ist aber die, die noch nicht mal einen von 7 Gallensteinen bei meiner Tochter gefunden hat. Das ist die, die den Oberarmbruch bei meiner Großmutter nicht diagnostizieren konnten. Und auf die anderen Geschichten möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Es bringt mir nichts. Ich schaffe es noch nicht mal die Treppe runter. Und mir diese zusätzlichen Schmerzen anzutun, um dann dort zu sein, und wahrscheinlich würde ich dort auch nur eine Spritze kriegen, vermutlich dieses Xylokain, was nur gespritzt werden darf von medizinischem Personal, was sich mit Reanimation auskennt, was natürlich schon unglaubliches Vertrauen in das Medikament erzeugt. Nein. Ich liege also, ich habe viel Wärme im Rücken und ich hoffe, dass es besser wird. Meine liebe Freundin, ich sage ihren Namen nicht, damit sie keine Probleme kriegt, die eine physiotherapeutische Ausbildung hat, ist total verzweifelt, weil sie gar nicht weiß, was sie bei mir machen kann, weil sie sagt, wenn es ein Bandscheibenvorfall ist, müsste man was anderes machen. Wenn es durch den Schlag letztes Jahr im Rücken kommt, wo ja der Wirbel angebrochen war und sich dort etwas gelöst hat, kann ich dort gar nicht ran. Wenn es ein eingeklemmter Nerv ist, müssen wir ihn in Ruhe lassen. Sie versucht trotzdem mit ganz milden Methoden mir irgendwie ein bisschen Linderung zu verschaffen. Ich bin ihr dafür unglaublich dankbar. Dietmar und Sabine, Dietmar wird heute sicherlich wieder vor Ort sein. Unser lieber Patriot aus Blankenburg. Die haben mir gestern einen Rollstuhl besorgt. Ich habe letztes Jahr vom Ingolf aus Hettstedt einen Rollstuhl bekommen, aber schon ein sehr altes Modell. Nun sind dort die Reifen kaputt. Den zu reparieren, da Ersatzteile zu kriegen, ist ein Unding. Und ich möchte so gerne am Donnerstag auf der Brücke dabei sein. Ich werde es aber, wenn ich es überhaupt schaffe, nur im Rollstuhl schaffen. Ist aber ein großer Wunsch, weil ich euch alle einfach so sehr vermisse. Und weil es so schwer ist, hier nur rumzuliegen. So, eben hat mein Vater mich noch angerufen. Er hat gerade den lieben Frank freigekauft von der Polizei. Auch das muss man sich mal reinziehen. Da hat man also auf den Montag gewartet, kurz vor der Demo, um zu ihm zu kommen, ihm einen Haftbefehl unter die Nase zu halten, der wieder von keinem Richter unterschrieben wurde und von keiner Richterin, um ihn dann mitzunehmen in, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, Erzwingungshaft, keine Ahnung was, hätte er die Summe nicht bezahlen können, wäre er nach Volkstedt gegangen. Ich weiß nicht, worum es sich handelt. Die Methoden sind aber einfach heftig, weil sie einfach immer nur gegen deutsche Staatsbürger, gefühlt immer nur gegen deutsche Staatsbürger durchgedrückt werden. Riesendank an meinen Herrn Papa, dass er da eingesprungen ist. Er ist zur Polizeidienststelle gefahren. Frank hat auch direkt ihn angerufen. Für mich auch ja, ein klares Zeichen dafür,
wie hilfsbereit mein Vater auch oft ist, aber er hat eben auch keine Unsummen. Er hat es aber gemacht und Frank hat gesagt, er wird es auch zurückstottern. Da gehe ich auch von aus, habe ich gar keine Zweifel. Also danke, dass unser Frank wieder draußen ist und heute hoffentlich an der Demo teilnehmen kann. Was dort wahrgenommen wurde, war, dass heute eine Hundertschaft in Aschersleben einreiten wird. Ich grüße mal von hier aus dem Bett aus. Ich hoffe, ihr benehmt euch nach Vorschrift. Und ich hoffe, ihr macht nichts, was er nicht auch auf einer linken Demo machen würde. Das nur dazu. Ja, und weil ich gerade erzählt habe von Frank und von dem, was man mit unseren Ureinwohnern, ich nenne es jetzt mal so, hier veranstaltet, dann überlegen wir uns, dass dieser Iraner, der in Krefeld ein gesamtes Kino auslöschen wollte, und ich spreche nicht von dem Gebäude, sondern von den Menschen, die in einer vollbesetzten Vorstellung gesessen haben. Man weiß jetzt also, dass dieser Iraner hier in Deutschland 27 Identitäten hatte. 27 Identitäten. Und für die, die sich damit nicht auskennen, ihr auf dem Marktplatz werdet es wissen, für die, die sich damit nicht auskennen, da geht es nicht darum, dass man einfach mal 27 Ausweise hat. Da geht es darum, dass man 27 Mal Geld kassiert und das jeden Monat. 27 Mal Asylbewerberleistungen. Das ist möglich. Und für alle, die das später auf dem Video sehen und sich denken, wow, die alte Hetzkuh, jetzt regt die sich hier wieder über einen Ausländer. Soll sie doch mal drüber reden, was die Deutschen alles Schlimmes machen. Problem. Es gibt keinen Deutschen, der 27 Identitäten hat und 27 Mal Geld abkassieren kann. Ich kann mich über keinen Deutschen aufregen, der das tut. Und gäbe es das, würde ich mich darüber auch genauso aufregen. Es ist unfassbar. Und wir denken an diesen Nordafrikaner vom Breitscheidplatz. Der hatte, glaube ich, 18 Identitäten, 19 Identitäten. Und kurz nachdem er dort mehrere Menschen getötet hat, traute sich dann endlich eine Mitarbeiterin von einer Ausländerbehörde darüber zu reden, dass auch bei ihr vor Ort Menschen sind, die immer wieder sich anstellen, um sich das Geld abzuholen. Und wo sie genau weiß, der stand schon 7 Mal und die stand schon 5 Mal und so weiter und so fort. Und was ist denn passiert? Hat man versucht, irgendwas dagegen zu tun? Nein. Diese Frau wurde gekündigt. Sie wurde gekündigt, weil sie sich gewagt hat, die Wahrheit zu benennen. Genau darum geht's. Genau darum geht's. Und dann sehen wir unseren Bundes-Olaf, der mit seriösem Gesicht, er kann seriös, er kann es nur nicht, wenn er von unseren Menschen gefragt wird zu irgendwas. Da äußert er ja Sachen. Ich habe es 22 schon mal erzählt, da hatte ich es kurz vorher gesehen, wie er dort stand und gesagt hat, oh, da war ein Bäcker, der hat erzählt, dass er gerade seinen Ofen umgestellt hat. Ich wusste gar nicht, wie ich traurig gucken kann. Aber dort konnte er ganz seriös gucken und konnte verkünden, dass 170 Millionen Euro an die Ukraine gehen, um die schlimmsten Schäden zu beseitigen und die Wärmeversorgung abzusichern. Die schlimmsten Schäden zu einem Zeitpunkt, wo hier die Carola-Brücke in Dresden einstürzt, wo wir über die Stadtratssitzung Kenntnis davon erlangen, dass alle Brücken bei uns marode sind. 170 Millionen für die Ukraine. Auch für die Wärmeversorgung zu einer Zeit, wo sich hier Menschen den Arsch abfrieren. Und da dieser Teil in der Stadtratssitzung bekannt gegeben wurde, der öffentlich war, das heißt, jeder, der rein hätte kommen wollen, hätte es auch hören können. Und ich bitte euch nochmal, nehmt rege davon Gebrauch. Kommt zu den Stadtratssitzungen, kommt zu den Ausschusssitzungen. Hört bitte zu, was dort gesprochen wird. Wurde bekannt gegeben, dass die Stadtwerke Aschersleben, also unsere kleinen Stadtwerke hier, im letzten Jahr 4,4 Millionen Euro Gewinn eingefahren haben. Ich meine, es waren 4,4 Millionen. Micha ist vor Ort. Er war oben auf der Balustrade, hat es gehört. Micha, korrigiere es bitte, falls ich die Zahl falsch im Kopf habe. Ich kann mir leider meine Notizen im Moment auch nicht holen, weil ich schlichtweg nicht aufstehen kann. Ich meine aber, es waren 4,4, vielleicht waren es auch 4,3 Millionen.
Wenn wir also davon hören, wenn hier irgendwelche Experten in diesen Studios sitzen und sagen, Leute, das ist doch alles gar nicht mehr so, das ist doch alles viel billiger geworden, ist es. Es wird aber an den Endverbraucher nicht weitergegeben. Und was ist mit den 4,4 Millionen passiert? Da ja die Stadt in den Stadtwerken mit beteiligt ist, kriegt die Hälfte dieser Summe die Stadt. Wir werden uns dafür einsetzen, dass man mit diesem Geld auch vernünftig umgeht und dass man sich jetzt nicht etwa die Gehälter erhöht. Ich möchte das aber auch nicht unterstellen, dass Sie das vorhaben. Ja, man hat schon auch gemerkt in der Stadtratssitzung, dass es da große Sorge gibt. Und unser OB hat auch das gehört zur Wahrheit dazu, hat mit großer Sorge auch erwähnt, dass vom Land die Mittel für das nächste Jahr um 50% gekürzt wurden. Also man kann nur hoffen, dass das Geld dann da reingeht, damit man hier überhaupt noch irgendwas absichern kann. Aber, und ich wurde in den Aufsichtsrat der Stadtwerke gewählt, worüber ich sehr dankbar bin, weil man dort sicherlich einen ganz anderen Einblick nochmal bekommt. Und es gab Menschen, die zu mir gesagt haben, Colette, äußere dich nicht zu diesem Gewinn. Denn wenn du im Aufsichtsrat drin bist, dann kriegst du auch so prozentual, soweit ich weiß, gibt es da auch so eine kleine Ausschüttung, hast du ja auch was davon. Da habe ich gesagt, leck mich am Arsch, ich will keine Ausschüttung von irgendwas, wofür hier arme Menschen frieren mussten. Es interessiert mich nicht, ich bin da auch nicht drin, weil ich da irgendwelches Geld für kriege. Es juckt mich nicht. Ich möchte wissen, was dort abläuft und ich möchte dort auch etwas sagen. Ich möchte diese Menschen daran erinnern, womit sich normale Menschen rumschlagen müssen. Also wir zahlen 170 Millionen, damit die Wärmeversorgung in der Ukraine sichergestellt ist. Alles schön und gut. Es soll niemand frieren. Aber was ist mit den Menschen hier? Was ist mit den Menschen hier? Und sie sollen aufhören zu behaupten, dass alles billiger geworden ist. Es ist an der Börse billiger geworden. Aber nicht für die Endverbraucher, die teilweise immer noch in den Verträgen stecken, wo ja nichts nachgelassen wird, wo ja kein Versorger sagt, ja gut, der Vertrag würde eigentlich noch, aber aus einem sozialen Grundgedanken heraus mindern wir den Preis von uns aus und knebeln sie hier nicht, noch ein Jahr diesen hohen Preis weiterzuzahlen. Und ich hätte mir gewünscht, ganz ehrlich, dass die Stadtwerke gesagt hätten, bei so einem hohen Gewinn, das ist übrigens der höchste Gewinn, den die Stadtwerke jemals gemacht haben, in einer Zeit, in der es den Menschen am schlechtesten ging, dass die Stadtwerke gesagt hätten, ich sage jetzt nur mal so eine Hausnummer, für jeden Haushalt, der von uns Strom, Wärme, was auch immer bezieht, richten wir einen Bonus von 500 Euro ein. Das wird verrechnet auf die Jahresrechnung. Das wäre doch schön gewesen. Das wäre sozial gewesen. Passiert aber nicht. Gut, 170 Millionen. 600 Millionen als militärisches Unterstützungspaket wurden bis jetzt ausgeliefert. Und jetzt haltet euch fest, 1,4 Milliarden sollen noch bis Ende 2024 als militärische Unterstützung in die Ukraine gehen. 1,4 Milliarden. Und wir befinden uns bereits Anfang Oktober mit erste Dekade Oktobers um 1,4 Milliarden Euro. Und hier wissen die Leute nicht mehr ein noch aus. Es gibt ein ganz berührendes Video von Freiformation bei YouTube. Freiformation. Dieser Mann hat die Ukraine besucht und ich erinnere daran, was im Bundestag gesagt wurde. Die Ukraine verteidigt unsere Werte und wie dort gerufen wurde, Slava Ukraina und so weiter. Ihr könnt euch sicherlich auch daran erinnern. Freiformation hat gefilmt, wie in der Ukraine auf öffentlichen Plätzen, aus öffentlichen Lautsprechern die Bandera-Hymne läuft und die Menschen sich dort niederknien und pathetisch ihre Hand an ihr Herz halten, weil Bandera ihr großer Held ist. In diesem Video seht ihr Nazi-Symbole aller Art, Nazi-Fahnen aller Art, Bandera-Fahnen aller Art, das Bandera-Denkmal. Ihr seht dort, wie man sich Ausweise kaufen kann mit Hitler-Fotos und so weiter und so fort. Also welche Werte werden dort verteidigt? Welche von unseren Werten werden dort verteidigt? Die von 33 bis 45, die wollten wir nicht mehr.
Welche Werte werden dort verfolgt? Warum müssen wir die unterstützen? Warum müssen wir uneingeschränkt an deren Seite stehen? Und warum müssen wir all die Kohle zahlen? Warum packt nicht einer von denen, die werden da natürlich nicht Oligarchen genannt. Oligarchen sagt man nur zu denen aus Russland. Man nennt ja auch die amerikanischen Oligarchen nicht Oligarchen, sondern Multimillionäre. Hört sich auch viel freundlicher an. Ist aber der gleiche Dreck. Warum packen die nicht Kohle rein? Warum wird bei uns nicht darüber berichtet, dass man in der Ukraine die Männer auf der Straße wegfängt? Wie streunende Hunde. Und sie in Transporter schmeißt und sie an eine Front schickt, um dort zu verrecken. Ist das das, was wir unterstützen? Sind das unsere Werte? Dass man Menschen auf der Straße wegfängt? In der Ukraine gibt es noch dieses Gesetz, dass man nicht auf das Grundstück darf, was der Grund ist, warum man in diesen Videos sieht, wie die Männer sich über Grundstücksmauern drüber hangeln und sich einfach auf dem Grundstück knallen lassen. Weil dort diese Truppen nicht zugreifen können. Solange wie die auf einer öffentlichen Straße laufen dürfen, die weggefangen werden. Sind das unsere Werte? Ernsthaft? Ich könnte kotzen. Den Strahl. Das wird unterstützt. 170 Millionen, 600 Millionen, 1,4 Milliarden. Schaut es euch bitte an. Und für unser Land ist keine Kohle da. Und erzählt mir nicht, ja, es wird ja hier unterstützt und da. Das ist doch quasi nur zum Erhalt. So, wie hat man immer gesagt, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. So fühlen sich doch mittlerweile die meisten, die hier sind. Und dann steht Herr BlackRock und sagt öffentlich auf einem Parteitag, es gibt 2,8 Billionen Spareinlagen. Und wir sollen doch mal alle die Augen schließen und uns vorstellen, wenn man 10% davon mobilisieren könnte. Mobilisieren. Wir haben zu DDR-Zeiten noch gelernt, das heißt klauen. Aber natürlich kann er es mobilisieren nennen. Sie nennen ja auch das, was Sie machen, Demokratie. Und bei Ihnen ist ja ein Kredit auch ein Sondervermögen. Also wir brauchen uns darüber nicht mehr zu wundern. Er spricht also von mobilisieren und lamentiert dann darüber, dass es leider noch an vernünftigen Instrumenten fehlt, dieses Kapital so zu mobilisieren, dass es einem gemeinsamen Zweck unseres Landes zugutekommt. Für welchen gemeinsamen Zweck wurde eigentlich in den letzten Jahren, man könnte fast sagen Jahrzehnten, Geld ausgegeben? Für welchen gemeinsamen Zweck denn? Was ist denn mit unserem Geld passiert? Ich sage jetzt, weil das jeder kennt, ich sage jetzt Paradebeispiel Fahrradwege in Peru. Aber es sind ja auch andere Sachen, irgendwelche Klimaprojekte in Nigeria. Dort verhungern die Leute, die verrecken. Und die schicken Millionen dahin, um ein Klimaprojekt zu unterstützen. Die sterben nicht wegen Klima. Die sterben wegen Neokolonialismus. Die sterben wegen geopolitischer Interessen. Es ist einfach fürchterlich. Es ist widerlich und es ist abartig. Und das, was dieser Mann gesagt hat, ist nichts anderes als, wir werden euch euer Geld klauen. Und er hat es öffentlich gesagt und ich hoffe, die Menschen verstehen es. Und wer noch sein Kreuz bei der CDU setzt, der setzt sein Kreuz bei Enteignung. Ganz ehrlich. Und da man immer so schön klare Kante zeigen soll, würde ich sagen, klare Kante. Klare Kante wäre, wenn jeder jetzt seine Sparguthaben einfach abhebt. Und das müssten alle tun. Da können sie damit nicht mehr arbeiten. Was ist denn das? Das war keine Fantasie. Das war eine Androhung. Das ist eine Prophezeiung, das wird passieren. Und dieses, es fehlt an vernünftigen Instrumenten. Na, daran arbeiten die gerade. Und was vernünftig ist, legen sie ja genauso fest, wie was Demokratie ist, wie was ein Sondervermögen ist und so weiter und so fort. Es ist nicht mehr auszuhalten. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten. Und jetzt möchte ich noch was zu dem Spaltungsgeschehen sagen, was nicht nur bei uns stattfindet. Wenn man 10 Tage liegt, hat man viel Zeit. Und da ich den Widerstand, ich kann ihn nicht abschalten und ich will es auch nicht. Man ist natürlich auch viel im Netz unterwegs und man ist auf anderen Kanälen. Und ich sehe, dass gerade eine konzertierte Aktion stattfindet, den Widerstand aufzuspalten. Und das, was ich denke, ist, die Bauern, die Landwirte haben es angekündigt. Sie werden Anfang, Mitte November wieder Widerstand leisten. Ja, viele bestellen gerade noch ihre Äcker, Sachen wie Weizen und so weiter werden jetzt eingebracht.
dann werden die großen Fahrzeuge, die Maschinen, alles wird gereinigt, es wird winterfest gemacht. Und dann haben die ihre Arbeit beendet, nicht, dass sie dann überhaupt nicht mehr arbeiten, aber dann können sie ihre Zeit anders einplanen und sie wollen wieder demonstrieren, protestieren. Die Bauern haben im Januar, Februar, und das ging im Dezember schon los, sie haben auf die Strukturen des Widerstandes zurückgegriffen. Ich weiß, wie viele mich angerufen haben und gesagt haben, Colette, wie stellt man die Anträge, wo stellt man die Anträge, was müssen wir beachten? Oder die gesagt haben, kannst du bitte als Rednerin, wo ich gesagt habe, ich bin keine Landwirtin, die gesagt haben, das ist völlig egal. Wir sind auch nicht nur Landwirte, wir sind ja auch Menschen dieses Landes. Alle Probleme, die ihr habt, sind auch Probleme, die wir haben. Wir müssen zusammenstehen. Und der Widerstand und die Landwirte haben zusammengestanden. Wenn diese Landwirte jetzt auf einen geschwächten Widerstand treffen, dann sind diese Proteste, ich will nicht sagen von vornherein erfolglos, aber sie sind nicht so wirksam. Wir müssen im Widerstand zusammenhalten. Wir haben für uns, für Aschersleben, eine gute Lösung gefunden. Es wurde mir von vielen Menschen gesagt, nach dem Freitag, es ist jetzt Insiderwissen, aber es betrifft viele andere auch. Und ich weiß, dass meine Sprachnachricht sehr breit geteilt wurde, weil viele gesagt haben, Colette, gut, es ging da um Aschersleben, aber das ist genau das, was bei uns auch gerade passiert. Uns hat es, hoffe ich, gefestigt. Ich bin heute leider nicht da, aber ich werde dir das Video sehen. Und ich hoffe, dass es auch die anderen festigt. Und ich sage es noch einmal, weil... Also, von oben wurde geframed. Wir wurden geframed als Nazis, damit man uns als Feinde des normalen Volkes darstellt. Und viele aus dem normalen Volk sind darauf reingefallen. Sie denken auch nicht mehr selber, sie überlegen auch nicht mehr, sie sagen auch nicht, wieso kann ja kein Nazi sein, ist doch das und das. So, das ist ihnen schon erfolgreich gelungen. Jetzt gab es aber diesen starken Widerstand, gibt es immer noch. Und jetzt versucht man innerhalb des Widerstandes weiter zu spalten. Auch das hat vorher schon stattgefunden. Ich habe häufig nicht darüber geredet, weil ich mir gedacht habe, na, vielleicht führt das zu noch mehr Spaltung. Aber glaubt mir, ich habe jede Kleinigkeit mitbekommen. Und auch die Verräter und auch die, die wirklich solidarisch sind und auch die, denen es nur um ihr Ego geht und auch die, denen es nur ums Geld verdienen geht. Wir müssen zusammenstehen. Was man jetzt versucht, ist die schwarz-weiß-rote, also die 1871er-Bewegung, in diese Nazi-Ecke zu stellen. Und es kommt dann von den Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten, kommen die Aussagen wie, na, das kann ich mir nicht leisten, wenn da jemand denkt, und ich will ja nichts mit Hitler zu tun haben und ich möchte auch nicht in die Hitler-Ecke gerückt werden. Und deswegen möchte ich hier öffentlich noch einmal sagen, es war niemand anders als Hitler, der 1935 die schwarz-weiß-rote Fahne verboten hat. Wenn man also nicht in die Nähe von Hitler gerückt werden möchte, dann sollte man es tunlichst unterlassen, die schwarz-weiß-rote Fahne zu verbieten. Ob man verstehen kann, worum es den 1871ern geht, ob man das geschichtliche Wissen hat, was Bismarck für unser Land geleistet hat, spielt gar keine Rolle. Wenn ihr die gleichen Verbote aussprecht wie Hitler, dann stellt ihr euch in die Nähe von Hitler. Denkt mal drüber nach. Und unabhängig davon, welche Fahne jemand trägt, solange sie erlaubt ist, solange sie nichts Menschenverachtendes symbolisiert und nicht zu Mord und Totschlag aufruft, im Vergleich übrigens zu den possierlichen Staatsdemos, wo man ja davon sprach, AfDler zu töten und das auch auf riesen Plakaten hatte und so weiter. Das ist natürlich, das ist demokratisch. Das ist verbindend und das ist auch sehr menschlich. Also, bei uns gibt es diese Sachen nicht, Gott sei Dank. Für Aschersleben kann ich da meine Hand dafür ins Feuer legen. Was darüber hinaus ist, ob jemand männlich ist, weiblich ist, ob jemand homosexuell ist oder heterosexuell, ob jemand die Fahne trägt oder eine andere, ob jemand sich schminkt oder gar nicht schminkt, die falschen Schnürsenkel hat, ist alles unwichtig. Es geht um unser Land, es geht um unsere Menschen, es geht um unsere Ahnen, es geht um unsere Kinder, um unsere Enkel. Und wenn wir nicht alle endlich zusammenstehen, und wenn wir nicht endlich aufhören, uns im Widerstand auch noch gegenseitig zu bekämpfen, dann können wir auch zu Hause sitzen bleiben
und können uns in der Nase bohren. Ich rufe alle im Widerstand auf, und zwar jeden, der dieses Video sieht. Ich rufe alle im Widerstand auf, persönliche Befindlichkeiten zu überwinden. Ich habe es schon mal gesagt, wir müssen uns nicht mögen, wir müssen uns auch nicht heiraten. Wir müssen einfach nur zusammenstehen. Wir müssen Stärke zeigen. Die Macht der Menschen ist viel stärker als die Menschen an der Macht. Bitte stehen wir zusammen. Ich bitte euch. In diesem Sinne, ihr Lieben, diese Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika. Und die Großen Geld machen. Je hatten. Und an die Volkstreter unter der grün versufften Glaskuppel in Berlin. Ihr seid unsere Angestellten. Und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeit! Gott schütze euch, ihr Lieben. Gott schütze alle lieben und aufrechten Menschen in diesem Land, egal woher sie kommen, egal welche Fahne sie tragen. Und Gott schütze unser deutsches Vaterland. Ich danke euch.